Die aktuelle Geschäftslage ist überraschend positiv angesichts der vielfältigen Krisen, die wir weltweit zu bewältigen haben. Es zeigt, die bayerisch-schwäbische Wirtschaft ist widerstandsfähig, aber das muss man sagen, die 2,5 Jahre Dauerkrise, die kosten Kraft. Und als Folge dessen ist der Konjunkturindex jetzt auch gesunken, unterhalb des langjährigen Mittels von 123 runter auf 110. Aktuelle Geschäftslage stabil. Die Konjunkturerwartungen, die Prognosen, der Ausblick ist allerdings düster. Ganz oben auf der Belastungsliste, da stehen jetzt die Energie- und Rohstoffpreise. Das, was wir alle täglich erleben, auch als Verbraucher, schlägt sich natürlich bei den Unternehmen wider. Das sind alles Resultate des Ukraine-Krieges, der Zero-Covid-Strategie der Chinesen, die in Teilen fehlgeschlagen ist, der größte Hafen, größte Containerhafen der Welt, der steht ja seit einigen Wochen in Shanghai. All das belastet hier die Situation. Das führt zu diesen hohen Energie- und Rohstoffpreisen. Zweiter Punkt, der Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel ist und bleibt ein wesentliches Thema für unsere ländlich geprägte Region. Wir müssen uns damit noch stärker als in der Vergangenheit beschäftigen. Die Demografie schlägt dazu. Die Babyboomer-Generation geht jetzt langsam in Rente. All das wird dazu führen, dass der Fachkräftemangel uns noch viele, viele Jahre beschäftigen wird. Und dann Punkt 3, das sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und dazu zählt insbesondere die hohe Inflationsrate. Das ist etwas, was uns hier sehr belastet, weil auch die Kerninflation, also nicht nur die Energie- und Rohstoffpreise und die Nahrungsmittelpreise, sondern eben auch alle Güter, alle Dienstleistungen sich hier in der Region stark verteuern. Wir reden ja in Deutschland im Moment über 7,4%. Das ist einzigartig und eine starke Belastung für die Wirtschaft. Ja, die Perspektive ist relativ düster und unsere Unternehmen schauen mit Sorge in die Zukunft, weil sich eben diese vielfältig überlagernden Krisen, weil die sich in Summe dann doch zu einem Gesamtrisiko auftürmen, das schwer abschätzbar ist. Und alles, was schwer abschätzbar und unplanbar ist, das führt zu einer gedämpften Konjunkturerwartung. Wir hoffen, dass sich die Situation entschärft, weil sich tatsächlich die aktuelle Geschäftslage positiv entwickelt. Aber am Horizont, da lauern viele, viele Risiken. Und das sind die ich eben angesprochen habe. Den hat sie nicht verloren, weil sich diese Krisen fundamental unterscheiden. Die Krise, Corona-Krise Anfang 20, und das können wir an vielen Zahlen belegen, hat die Wirtschaft viel, viel mehr verunsichert als das, was heute passiert. Verunsichert deswegen, weil das etwas völlig Neues war. Schließungen, Lockdown, wie geht das weiter? Werden wir alle sterben? Völlige Unsicherheit. Das, was wir heute haben, ist nicht schön, aber es ist das, was wir alle mal gelernt haben in einem Wirtschaftsstudium. Nämlich das Wirtschaften mit knappen Gütern. Knappe Güter zeichnen sich dadurch aus, dass sie teuer sind. Wir haben Preissteigerungen, wir haben Lieferkettenprobleme. Wir haben all die Probleme, die typisch sind fürs Wirtschaften. Und damit können Unternehmer umgehen, auch wenn sie natürlich Herausforderungen ohne Ende haben. Aber das gibt, so paradox wie sich das vielleicht anhört, viel mehr Sicherheit. Wir sind auf einem Feld, mit dem wir arbeiten können. Und Corona ist zu Ende, zumindest im Moment. Eine wunderschöne Frage. Diese Chance ist so hoch wie immer. Die Frage ist immer nur, wie kriegt man denn die jungen Leute dazu, dass sie daran glauben? Und das ist viel, viel schwieriger, weil was soll ein 16-Jähriger glauben? Wem glaubt der 16-Jährige oder die 16-Jährige? Den Eltern. Und das sind für mich die höchsten Hürden, die es in der dualen Ausbildung gibt, weil Eltern möchten natürlich gerne, dass ihre Kinder immer wieder noch ein Stück mehr lernen, einen besseren Job haben, ein Studium machen und all diese Dinge. Denn wir konkurrieren ja mit den Universitäten. Und das ist etwas, was uns die Herausforderung gibt. Wir müssen den Menschen, den Eltern, den Schulen beibringen, dass man auch mit einer dualen Ausbildung nicht nur gut leben kann, sondern, wie ich behaupte, morgen noch viel besser leben kann als viele mit einer universitären Ausbildung.
Sie erwarten im Moment vor allen Dingen eins, dass Sie in Ruhe gelassen werden. In Ruhe gelassen werden heißt von neuen Belastungen. Wir haben in der Vollversammlung in der vergangenen Woche ein Belastungsmoratorium beschlossen, das wir nach Brüssel schicken wollen, weil gerade die EU eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben im Moment in der Pipeline hat, die uns als Unternehmer sehr stark belasten würden. Und wir sagen nicht, dass die das abschaffen sollen. Wir sagen nur einfach, lasst uns jetzt einfach mal in Ruhe. Denn wir haben genügend Herausforderungen im Moment. Und das ist unser größter Wunsch an die Politik. Lasst uns doch mit den Herausforderungen erstmal umgehen, die wir haben. Und dann reden wir neu.